Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es ums Thema, was intuitive Bogenschützen alles nicht dürfen. Und zwar geht es darum, es ist für doch viele Bogenschützen dieser Begriff intuitiv Bogenschießen, so das der Inbegriff für Bogenschützenfreiheit sozusagen, von wegen, ich brauche einfach nur meinen Bogen nehmen, Bogenschießen gehen, brauche mir umsonst nichts kümmern. Und das Ganze wird halt dann schon irgendwie, irgendwann irgendwas werden. Wenn man jetzt diesen Zugang wählt für einen selber, dass man sagt, okay, man geht halt wirklich nur schießen, kümmert sich um nichts, dann ist das völlig in Ordnung. Schwierig ist dann, wenn man das verallgemeinert und sagt, intuitiv Bogenschießen, da darf man sich mit sonst überhaupt nichts auseinandersetzen, sonst ist es nicht mehr intuitiv. Ja, das Ding ist, dass da diese Grenze, was ist noch intuitiv, was ist nicht mehr intuitiv beim Bogenschießen, sehr willkürlich gezogen wird. Also die meisten intuitiven Bogenschützen sind durchaus schon so, dass sie sagen, okay, sie befassen sich bewusst ein bisschen mit dem Material, Standhöhe, Nockpunkt, Spannwert vom Pfeil etc., weil sie merken, dass das natürlich eine Rolle spielt. Gibt wenig Schützen, die da sagen, ja, mache ich alles intuitiv, tue meinen Nockpunkt intuitiv setzen, kaufe mir intuitiv irgendeinen Pfeil. Ja, also das geht in den meisten Fällen auch als intuitiv Bogenschießen durch. Also diese Grundtechnik prinzipiell, ja, Körperspannung lösen, richtiger Stand beim Bogenschießen und so, sagen die meisten auch noch, okay, schaut nicht, wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, aber ja, alles andere schon immer. Sehr schwierig wird es dann, wenn man irgendwie einmal sagt, ja, probier mal Entfernungen schätzen oder so, befasst du mit den Entfernungen, dann gibt es schon eine relativ große Bandbreite an intuitive Schützen, die sagen, ah, das darf man vor allem voll Entfernungen schätzen, das ist ganz schlecht. Ich rate schon immer wieder dazu, sich mit Entfernungen zu befassen, sie bewusst zu schätzen, weil eine Entfernungen schätze und nachher eben bewusst überprüfe mit meiner Schlittlänge oder eben auch mit einem Messgerät, dann kriege ich einfach Informationen in mein Unterbewusstsein, das beim intuitiven Schuss dann abgerufen werden kann. Aber da scheiden sich halt schon die ersten Geister in den meisten Fällen. Also wenn es um Entfernungen schätzen geht, so viel Nachbrauchen, das hat mit intuitiv Bogenschießen nichts mehr zu tun. Ganz schlecht ist es immer, wenn man anfängt mit ja, Zieltechniken und intuitiv Bogenschießen. Habe ich schon mal ein Video gemacht. Es ist so, es läuft beim intuitiven Bogenschießen irgendeiner Form von Zieltechnik ab, aber darum ist es eben intuitiv zielen. Es ist diese Zieltechnik nicht bewusst oder teilbewusst, aber sie wird vielen Schützen im Laufe der Zeit beim intuitiv Bogenschießen einfach bewusst. Ja, sie merken irgendwann, dass sie halt doch über die Pfeilspitze schauen, ein bisschen schauen, wie ist die Lage vom Pfeil. Und meine Meinung ist halt, dass es nicht schaden kann, wenn ich mich halt auch einmal bewusst mit Zieltechniken auseinandersetze, wenn ich halt schaue, ja, wie läuft das bei mir ab und so. Wie gesagt, das ist alles kein Muss nicht. Es ist an jedem seine Entscheidung, wie weit er sich damit befasst. Aber es funktioniert prinzipiell. Ich kann mich bewusst mit Zieltechniken befassen. Ich kann auch Visierschütze und intuitiver Schütze sein oder Systemschütze und intuitiver Schütze sein und das dann einfach intuitiv ablaufen lassen. Im Prinzip beim intuitiven Schießen, dieser Zielprozess passiert sowieso in irgendeiner Weise, früher oder später, immer. Also dieses viel Zitierte, dass ich noch keinen Schützen sagen gehört habe, dass er eben irgendwo drüber oder drunter hält. Ja, das machen also alle Schützen, mit dem, was ich bis jetzt geredet habe, haben das irgendwann so formuliert. Ja. Aber eben drüber halten, drunter halten bedingt halt, dass ich irgendeine Form von Zieltechnik rudimentär, halbbewusst, teilbewusst praktiziere. Das ist schon klar, intuitiv schießen, ist kein Systemschießen, ist kein Visierschießen. Aber gut, das ist jetzt eigentlich schon wieder weit ab vom Thema, nur ein Teil davon.
Wie gesagt, diese Grenze, was eben von intuitiven Schützen gezogen wird, ja, bis dorthin ist intuitiv und ob dann nimmer, ist halt sehr willkürlich. Und es ist schon zum Beobachten, dass viele Schützen halt dann, wenn sie sich mit was nimmer befassen wollen oder jetzt im Moment halt nimmer damit befassen wollen, sagen, das hat mit intuitiv Bogenschießen nichts mehr zum tun. Ich sage es jetzt noch einmal, wenn man diesen Zugang wählt, ist das völlig okay, aber man soll es eben nicht verallgemeinern. Für mich persönlich besteht diese große Freiheit im Bogenschießen, im intuitiv Bogenschießen drin, dass es meine Entscheidung ist, mit was ich mich befasse und mit was ich mich nicht befasse. Aber ich sage eben nicht, das darf man nicht. Ja, und in meinen Videos mache ich relativ viel dazu, was man halt alles machen kann. Ob das dann wer annimmt und sagt, okay, ich probiere das für mich aus zum intuitiven Schießen oder nicht, ist natürlich jedem seine persönliche Angelegenheit. Eine lustige Geschichte irgendwie diesbezüglich. Irgendwann in meiner Facebook-Gruppe, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, einmal so die Frage gestellt, wie Leute das Zuggewicht auf andere Finger verteilen, prozentuell beim Ziehen. Ja. Und da habe ich, weiß ich nicht, einen ganz einen geringen Prozentsatz von Gruppenmitgliedern hat mir halt eine Antwort darauf gegeben und gesagt, ja, da so und so viel, da so und so viel und da so und so viel Prozent. Dann so ein 50% oder 60% von den Beiträgen haben, also von den Teilnehmer haben irgendwie geantwortet, na, das kann man ja gar nicht messen, die Zuggewichtsverteilung auf die Finger, da gibt es sogar keine Waage dafür. Das war nicht die Frage, es ist um eine ungefähre Schätzung gegangen, wie man halt persönlich das Zuggewicht prozentuell auf die Finger verteilt. Und der Rest hat sich dann irgendwie darüber aufgeregt, dass das ja nichts mehr mit intuitiv Bogenschießen zu tun hat, wenn man da schaut, wie ist die Zuggewichtsverteilung auf die Finger und so. Mir ist das irgendwann zu blöd, weil ich hab den Beitrag gelöscht, weil ja. Irgendwie Facebook-Gruppen sowieso immer komisch. Aber das ist eben so ein typisches Beispiel, ja, weil dieselben Leute sagen, das hat mit intuitiv Bogenschießen nichts zu tun, haben zum Teil auch schon gesagt, na, beim Bogenschießen ist es wichtig, dass man immer alles gleich macht. Und wie ich eben das Zuggewicht beim Ziehen auf meine Finger verteile, sollte ich natürlich auch immer gleich machen. Ja, und klar, ich habe die Möglichkeit, ich schieße einfach immer, immer, immer und irgendwann wird halt das auch intuitiv oder ich befasse mich bewusst damit, achte eine Zeit lang drauf und dann läuft es öfter oder regelmäßiger eben schon intuitiv immer gleich ab. Ja, also es ist, wenn ich irgendwas intuitiv machen will oder lernen will, was intuitiv zu machen, dann bedeutet es eben nicht, dass ich mich nicht auch bewusst damit auseinandersetzen darf, weil die Intuition braucht einfach ein gewisses Maß an Erfahrung. Und klar kann ich sehr viele Informationen, Erfahrungen unbewusst, intuitiv sammeln, aber ich kann es auch bewusst sammeln und dann ist es eben Teil vom intuitiven Gesamtbewegungsablauf beim Bogenschießen. Und also ein Punkt ist, dass dieses intuitive Schießen bezieht sich im Endeffekt bezieht sich nur auf die Zieltechnik, dass man eben keine Systemzieltechnik bewusst anwenden, dass man kein Visier verwenden. Aber eben dieses intuitive, die Fähigkeit der Intuition haben wir nicht wie einen intuitiven Bogenschützen gebachtet, sondern es schießt ja auch der Visierschütze oder der Systemschütze auch intuitiv im Sinne von seinem Bewegungsablauf, also wenn ein Schütze darüber nachdenken muss, wie dieser Bewegungsablauf funktioniert und da dann an der Fehlersuche sein muss und so, und das eben nicht wirklich intuitiv richtig abläuft, funktioniert es nicht. Also dieses Intuitive haben nicht wir intuitiv Schützen gebachtet. Der Visierschütze, der schaut zwar durchs Visier und schaut aufs Ziel und hat das Visier im Blickfeld, aber der weiß halt auch intuitiv, jetzt passt's, jetzt lasse ich los, jetzt ist das Visier genau dort, wo es sein soll. Also das ist jetzt nicht so, dass Intuition uns intuitiven Schützen vorbehalten wäre. Und da sind wir eben wieder bei meinem Lieblingsspruch, man kann auch intuitiv alles falsch machen.
Das ist nämlich schon häufig so, dass Leute sagen, na, wenn du wirklich intuitiv schießt, dann triffst du auch. Und das stimmt nicht. Ja. Wenn wir nach Bauchgefühl intuitiv schießen und treffen, dann neigen wir dazu zu sagen, ja super, jetzt haben wir uns auf unsere Intuition verlassen, jetzt hat es passt, jetzt haben wir getroffen. Wenn wir das selber machen und daneben schießen, dann sagen wir meistens, na, wir haben einen Fehler gemacht. Es gibt aber de facto keine Möglichkeit zwischen intuitiv schießen, intuitiv was richtig machen und einen Fehler machen, zu unterscheiden. Das geht quasi nicht. Also man kann intuitiv eben auch alles falsch machen. Und es ist ja so, wenn wir anfangen zum Bogenschießen, zum intuitiv Bogenschießen, dann macht er das niemals nur ganz intuitiv. Er kriegt einmal von irgendwo die Grundtechnik zeigt oder schaut es an, irgendwo, wie es geht, er probiert, er überlegt, na, was habe ich da jetzt falsch gemacht oder merkt, dass er einen Fehler gemacht hat und probiert es ihm dann bewusst zum Ändern. Ja, und sobald er was bewusst macht, mache ich es nicht mehr intuitiv. Ja, und dieses intuitive Schießen ist eben ein ständiger Wechsel zwischen Dinge, Fehler korrigieren, bewusst Dinge machen und Dinge halt eben intuitiv geschehen lassen. Und mit der Zeit komme ich natürlich dorthin, wo ich keine Entfernungen mehr schätzen muss, wo ich wirklich nur das Ziel vor mir sehe, wo ich spanne, ankere, löse und treffe in den meisten Fällen. Ja, so viel dazu. Aber es ist eben nicht so, dass es Dinge gibt, die jetzt als intuitiver Bogenschütze niemals machen darf. Ja. Ja, vielleicht noch einmal zurück zu dem Thema Zieltechniken und intuitiv Bogenschießen. Es ist natürlich diesbezüglich der schwierigste, der diffizilste Punkt. Also ich würde einem, der jetzt anfängt, erst mit dem Bogenschießen und intuitiv Bogenschießen will, raten, dass er sich von Anfang an mit irgendwelchen Zieltechniken beschäftigt, ja, weil das in der Lernphase. Wenn ich sage, ich will intuitiv Bogenschießen lernen, dann hindert mich das in der Anfangsphase mehr, als was es mir bringt. Ja. Aber wenn ich bereits ein fortgeschrittener Schütze bin, dann kann man dieses Bewusstwerden von was läuft unbewusst für eine Zieltechnik ab oder das bewusste Ausprobieren von Zieltechniken durchaus helfen. Ja. Da muss man immer ein bisschen abwägen. Aber prinzipiell gibt es nichts, was wir intuitiven Schützen nicht dürfen. Wir dürfen natürlich kein Visier verwenden, sonst war es kein intuitives Zielen mehr in diesem Sinne. Und wir dürfen nicht Stringwalken, nicht System schießen. Ja, so viel zu dem Thema. Wie gesagt, wenn ihr einfach nur euch am Bogen eure Pfeile nehmen wollt, in Wald gewollt, schießen wollt und euch nie umsonst irgendwas kümmert, ist das durchaus in Ordnung. Kann sein, dass ihr trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, ich glaube eher trotzdem, aber ja, ist meine Meinung, irgendwann sehr gute Schützen werdet, aber das bitte nicht verallgemeinern. Wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach eben nichts, mit dem sie wir intuitiven Schützen nicht auseinandersetzen dürfen. Ob wir es machen, machen wollen, machen können, ist wieder die andere Frage. Link zu dem T-Shirt, falls ihr auch so was Cooles haben wollt, habt in der Videobeschreibung natürlich ein bisschen billige Eigenwerbung, dass ich wieder viel Geld verdiene mit meinen ja, Affiliate-Links und so. Dann kriege ich wieder Schimpfen irgendwo. Egal. Alle ins Gold, alle ins Blatt. Pfiat euch, bis bald. Macht es gut.